Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert. Oder sollte ich lieber sagen Bonjour? Denn hier gibt es Lay's Chips Saveur Cheeseburger aus Frankreich. Hier le Chips Préférés des Français. Also hier die beliebtesten Chips in Frankreich. Und hier ist der Nutri-Score schon drauf. Wir sind mittendrin bei C. Und hier ist 100%, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das auf Französisch ausspricht, aber hier 100% Qualitätszutaten. Wobei, da kommen wir dann gleich noch dazu, was Lays hier unter Qualitätszutaten versteht. Also, das hier ist die Packung. Und hier ist der Cheeseburger abgebildet. Ja, was ist denn jetzt hier alles drin? Hier ist auch nebenbei noch so ein bisschen wird hier erzählt, hier Depuis 1932, also hier seit 1932 machen wir hier tolle Chips und hier am Anfang die Bauern sind wichtig und natürlich die Kartoffel und hier nochmal 100% Qualitätszutaten und jetzt wird es natürlich interessant, denn hier, jetzt kommt die Zutatenliste. Chips de Pomme de Terre Go Cheeseburger, also hier mit Cheeseburger-Geschmack. Und ja, die Zutaten, natürlich alle Französisch, habe ich mich aber vorher kundig gemacht, was da alles so drin ist. Ja, Hauptzutat sind Kartoffeln und Pflanzenöle. Da sind drei Öle drin, das ist Sonnenblumen, Raps und Maisöl. Da heißt dann noch irgendwie in veränderlichen Anteilen, also wer weiß, wie die das dann zusammenmixen, was halt gerade da ist, keine Ahnung. Interessant ist ja natürlich, da es nach Cheeseburger schmecken soll, ist jetzt natürlich die Frage, wie erreicht man Cheeseburger-Geschmack? Und Lay's verrät uns in den Zutaten, ja, Cheeseburger-Aromen sind Zucker. Ha, das fängt schon mal gut an. Milchpulver soll für den Cheeseburger-Geschmack sorgen. Wahrscheinlich dann ist das für Käse. Fructose ist drin, also noch ein Zucker. Dann Zwiebel. Und Kurkuma ist noch drin und was habe ich jetzt hier? Jetzt habe ich so. Ja, super. Zwiebel, ach so, Zwiebelpulver. Jetzt ist hier. Ach, Knoblauch. Knoblauch, schon vergessen. Habe ich so schlecht geschrieben, Verzeihung. Und nochmal Aromen sind nochmal drin, nämlich Sellerie und Senf. Und dann sind als Farbstoffe, aber gut, das sind dann nicht mehr die Aromen. Als Farbstoffe sind noch drin, Paprika und Kurkuma. Also zumindest da haben sie jetzt nicht gelogen. Es sind tatsächlich alles irgendwelche natürlichen Sachen. Aber dann kommt eine Sache, die dann auch noch so hinten, dann so bei den kleinen Zutaten noch kommt, nämlich Kaliumchlorid ist drin. Da musst ihr das mal gucken. Na, Kaliumchlorid, was denn das? Natriumchlorid kenne ich, das ist ja Salz. Kaliumchlorid ist auch ein Salz, aber das, Moment, was habe ich hier? Genau, es dient als entweder Festigungsmittel, was ich jetzt bei Chips, glaube ich, nicht brauche, denn die sollten ja eigentlich schon knusprig sein und sind ja Kartoffeln nicht zusammengepackt, aber man kann es auch als Geschmacksverstärker verwenden. Oh ja. Und das ist dann natürlich schon so. Ist das 100% Qualität? Vielleicht gibt es ja auch Kaliumchlorid-Qualitätsunterschiede. Ich weiß es nicht. Lay's behauptet zumindest 100%. Ja, und dann ist natürlich noch so Säureregulator drin. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu kritisch sein. Das ist nur mal so ein bisschen für euch hier. Augen auf beim industriell hergestellten Lebensmittelkauf. Und jetzt geht es um das Wahre, um die inneren Werte. Nein, um die Ordnung. Riecht Salz. Mehr rieche ich nicht. Salz, ein bisschen Zwiebel. So sehen sie aus. Das sieht schon mal gut aus. Sieht knusprig aus. Und. Ja. Ja, säuerlich. Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen Fleischgeschmack mit drin, wo auch immer der herkommt. Also tatsächlich, als hätte man so Hamburger mit Käse. Also das habt ihr gut hingekriegt. Und das Saure soll wahrscheinlich die saure Gurke sein, aber das schmeckt jetzt einfach nur säuerlich, eher so wie Sour Cream oder so. Ja. Also die Säure überwiegt ein bisschen zu stark. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Ausgewogenheit, Vollmundigkeit gewünscht. Das ist relativ, ja, flach. Ja.
Also jetzt schon, je mehr Chips ich esse, ich merke das auch. Das ist richtig, das greift ein bisschen meinen Gaumen an. Das scheint eine sehr starke Säure zu enthalten. Krass. Also, falls ihr die euch mal gönnt, glaube ich, nicht zu viel auf einmal essen. Also ich merke jetzt schon, mein Gaumen wird wund. Krass. Also ich schätze mal, dass das die Zitronensäure ist. Die ist auch reichlich oder ist noch Essig drin. Glaube nicht, habe ich mir nicht notiert. Oh, krass. Ja, also da aufpassen. Ich werde also nicht zu viel immer auf einmal essen oder zwischendurch genug trinken. Ansonsten, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.